Die Autos, die wir Ihnen zeigen möchten, sind alle umlagert. In Ruhe betrachten und Probefahren konnten wir die neuen Modelle nur außerhalb der Hallen. Verlassen wir einmal die große Schau und fahren dorthin, wo die Autos herkommen, um die es hier geht. Den Opel-Modellen, vom kleinen Kadett bis hinauf zum 90 PS starken Luxusrekord, sieht man es auf den ersten Blick an, dass sie neu, verbessert, also anders sind als ihre Vorgänger. Nur die großen Sechszylinder, Kapitän und Admiral, tragen ihre interessante Neuigkeit, den 2,8-Liter-Motor, diskret verborgen unter dem unveränderten Blech. Die Rekordtypen bekamen eine effektvoll retuschierte Karosserie, neue Motoren und eine breitere Spur. Der Kadett wurde am entscheidendsten umgekrempelt. Die Karosserie und die Motoren wurden größer. Vom Kadett bis zum Sechszylinder-Admiral lohnt sich ein Blick unter die Haube. Die in ihren Grundzügen 3 Jahrzehnte alten Motoren wurden durch Neukonstruktionen ersetzt. Die neuen Maschinen sind leiser, kraftvoller und auf weite Sicht entwicklungsfähiger als die alten. Der Rekord bekam ein Kapitänsgesicht. Die reicher verzierte Frontpartie mit ihren schwer zugänglichen Ecken und Rillen wird den Wagenwäscher und Chrompfleger weniger erfreuen. Es stehen 3 Motoren zur Auswahl, die 60, 75 und 90 PS Maschine. Der länger und breiter gewordene Kadett blieb in der Linienführung erfreulich beherrscht. Nur das Coupé erlaubt sich mit seinem schnellen Heck einige Extravaganzen und sieht recht munter aus. Dass es nun endlich auch einen 4-türigen kleinen Opel gibt, ist besonders erfreulich. Der billigste Kadett kostet knapp 5.200 Mark. Das Coupé kostet etwas unter 5.800 Mark. Der Kadett ist ein temperamentvolles und handliches Auto. Er fährt sich mühelos und ist für seine Größen- und Preisklasse angenehm leise. Die neuen Rundinstrumente sind gut ablesbar. Der Wagen ist mit einem 45 PS Motor oder einem 55 PS Supermotor lieferbar. Zum Supermotor gehören Scheibenbremsen vorn. Es ist mehr Platz im neuen Kadett. Der Kofferraum ist größer geworden. Der Motor ist gut zugänglich und leicht zu warten. Der Kadett wird jetzt als 5-Sitzer zugelassen. Aber müssen unsere Autos denn wirklich wachsen? Wir fragten Herrn Diplom-Ingenieur Strobel, den stellvertretenden Chefkonstrukteur der Opel-Werke. Sollten bewährte Kleinwagen nicht klein bleiben, auch wenn sie stärkere Motoren bekommen? Sollten große Wagen nicht eher kleiner werden, anstatt kleine Wagen größer? Jawohl. Der neue Kadett ist, obwohl er größer ist, nach wie vor ein kompaktes Automobil geblieben. Handlich, gut in der Leistung, bequem zu bedienen, fahrsicher und anspruchslos in dem Unterhalt und im Service. Wir sind überzeugt davon, dass dieses Auto genau derselbe große Erfolg wird wie der erste Kadett-Typ und dass es vielleicht nötig sein wird, unsere Produktion einmal zu steigern, um der Nachfrage nachzukommen.